nicht mit dem Backerl, sondern einfach aus ganz einfachen Zutaten. Da Mülleinsparung, ein schunter Geldbeutel und man weiß, wofür Zutaten das drin sind. Also das Grundrezept ist ein halber Liter Milch, 40 Gramm Speisestärke und 20 bis 30 Gramm Zucker, je nachdem, wie süß das man haben will. So, für den Schokopudding nimmt man dazu noch 1 bis 2 Teelöffel Kakao und frische Kuhmilch vom Bauern meines Vertrauens natürlich. Den Rest der Milch bringen wir jetzt zum Kochen. Deckel drauf, wegen Energiesparen. So, wenn dann die Milch kocht, dann lassen wir das langsam einrinnen und dann nochmal eine Minute aufkochen lassen. Beim Vanillepudding nimmt man dann eine gemahlene Vanilleschote. Dass der Pudding auch ganz gelb ausschaut, was er normal nicht tut, mit den Grundzutaten, nimmt man nur eine Messerspitze Kurkuma. Das macht dann den Pudding auch ein wenig würziger. Für die nussige Variante nehmen wir noch dazu 125 Gramm Nüsse, gemahlen, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, je nach Geschmack. Was man auch noch nehmen kann, ist Zimt, Trockenfrüchte, was man einfach mag, egal.